Die Eintracht aus Frankfurt, eine Saison wie im Steilflug. Der Pokalsieger auf Champions-League-Kurs in der Europa League im Viertelfinale. Für Ewald Lienen schon jetzt einer der großen Gewinner der Saison. Wenn ich sehe, was sie für eine Mannschaft zusammengestellt haben, wie die miteinander arbeiten, das ist für mich ein aus aller Herren Länder, aber Talente auch eine gute Mischung von Schnelligkeit, von Robustheit, von Aggressivität. Genau die Erfolgsfaktoren, die für die herausragend gute Frankfurter Saison stehen. Dazu eine Mannschaftszusammenstellung, die kreativ, gewagt, aber auch mit einem gewissen Risiko versehen ist. Die machen einen überragenden Job, der Freddy Bobic. Ich will jetzt nicht nur einen nennen, aber ich glaube, dass der Freddy dabei eine riesengroße Rolle spielt. Spieler, die schon wie Kostic, die überall durchgereicht werden und wo keiner erkennt, was der für ein tolles Potenzial hat. Und da muss man sich nur mal ein bisschen drum kümmern. Ein Kader, der plötzlich auch über die Bundesliga hinaus für Aufsehen sorgt. Die Eintracht unter den besten 8 Mannschaften der Europa League und erst im Viertelfinal-Hinspiel gegen Benfica Lissabon mit der ersten Niederlage im Kalenderjahr 2019. Endlich mal eine Mannschaft, die auch in Europa besteht. Das ist für mich top und überragend, das zu sehen, wie sie in Europa bestehen, wo vorher zig Mannschaften in den letzten Jahren, die Vierter, Fünfter, Sechster werden, sang- und klanglos aus der Euroleague ausscheiden und damit für mich die Qualität der Bundesliga ad absurdum führen. Ich hoffe, dass sie in der Euroleague noch mehr Erfolg haben, als sie bisher schon hatten. Trotz des 2:4 in Lissabon, in dieser Saison ist der Frankfurter Eintracht vieles zuzutrauen, auch das Halbfinale in der Europa League.